Wieso? Lass du mich nicht durch? Okay, deshalb. Ah, Master! Da kommst du wie gerufen. Diese zwielichtigen Gesteine hier geben einen ziemlichen Unsinn vor sich. Das ist unerträglich. Sei so gut und bring ihnen ein paar Manieren bei. Mensch, Herr Pokémon-Meister, warum machen Sie uns das nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Hören Sie, es ist ganz einfach. Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse und im Gegenzug sorgen wir dafür, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Los, Meister! Tun wir uns zusammen und erteilen diesem miesen Typen eine Lektion! Okay, die hat nicht so viel gesprochen, ja! Sie hat nicht so viel gelabert! Yeah! Die Team Galactic. Oh ja, ich habe vergessen, ihn auszuwechseln. Und jetzt bin ich dran, komm. Die haben es auf Plimper abgesehen. Jetzt kann ich den hier erledigen. Warum nur? Warum nur Plimper? Warum? Das ist gut, das ist gut. Das. Das hilft dir nicht, das hilft dir nicht, Zubat. Denn hier kommt Steinwurf. Wie kann es sein, dass wir gegen Kinder verlieren? Das ist doch absoluter Wahnsinn! So wird das nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Hey, bist du mein Zwilling? Was? Du kommst eh aus dem Team weg. Ja, Fluxio. Funken-Pokémon. Es berührt Artgenossen mit seinen Vorderbeinen und teilt diesen seine Gefühle über rhythmische Stromstöße aus seinen Krallen mit. Okay. Ihr lasst uns keine andere Wahl. Wir werden uns fürs Erste zurückziehen. So stellt Team Galactic mal wieder unter Beweis, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt. Diese Rüppel, Team Galactic, schimpfen sie sich also. Was sie gesagt haben, bereitet mir Kopfschmerzen. Pokémon scheinen bei ihrer Entwicklung eine Art Energie freizusetzen. Soweit so wahr. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Kraft, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt. Team Galactic scheint diese Energie jedoch zu irgendeinem Zweck nutzen zu wollen. Wie dem auch sei, Master, das war ein beeindruckender Kampf. Du hast wahres Talent bewiesen. Wie du Seite an Seite mit deinem Pokémon gekämpft hast, ein sagenhafter Anblick. Es war die definitiv richtige Entscheidung von mir, dir dein Pokédex anzuvertrauen. Master! Okay. Master! Wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Seinen Studien zufolge stehen rund 90% aller Pokémon im Zusammenhang mit dem Phänomen der Entwicklung. Ich frage mich, ob außergewöhnliche Pokémon auch zu besonderen Entwicklungen neigen. Jedenfalls ist es nur umso mehr Grund für uns, fleißig am Pokédex zu arbeiten und so den Professor bei seiner Forschung zu unterstützen, und ich labere immer gerne viel.
Oh, verdammt. Wartet, Leute, ich komme gleich. Was war das denn gerade? Du bist ja krass drauf. Aber warte, das ist ja ein Mädel. Diese Typen sahen echt gefährlich aus, aber gegen dich hatten sie nicht die geringste Chance. Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Sorry, ich habe mich hier noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lana. Lana Lenk. Und kümmere mich in Herzhofen um die Verwaltung der PCs. Als Dank dafür, dass du diese Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du von so gut wie überall auf deine Pokémon-Boxen zugreifen kannst. Yay! Außerdem würde ich dir gerne diese Ballkapseln schenken. Ja, die sind gut. Mittels Kapseldeko kannst du Ballkapseln dekorieren, indem du sie mit Stickern beklebst. Bringst du die dekorierten Ballkapseln dann an den Pokéball an deinen Lieblings-Pokémon an, sind beim Wurf des Balls tolle Effekte zu sehen. Außerdem erhöhen sich deine Siegeschancen bei der Superwettbewerbsshow im Herzhofen. Yay! Wenn du Sticker verwendest. An deiner Stelle würde ich dann mal fleißig Sticker sammeln. In diesem Sinne, tschüssi. Oh, ich brauche wieder Wasser, Leute. Okay, das war's dann mal. Was machen wir jetzt? Ja, wir gehen mal da rein. Der hier wird, glaube ich, kämpfen. Sag dich doch. Clown Günther. Oh, ein Pantymos. Wer könnte denn einen Pantymos besiegen? Er hier. Nein, er kann es nicht. Bis ist er nicht mehr selektiv, seitdem er ein Fee-Pokémon ist, seit der 6. Generation. Oh oh. Er ist Level 17? Okay, das ist schlecht gelaufen. Vielleicht gewinne ich ja noch. Oh mein Gott, was ist da los? Leute, das nenne ich ein Triumph. Von seinem Level aus war er höher als ich. Und Pantymos ist stärker als die meisten Pokémon. Okay, nicht die meisten Pokémon, damit meine ich halt die von Anfang an. Nein, lass mich in Ruhe! Was? Im zweiten Shop kannst du die Aufzeichnung ansehen, wie viele Kämpfe du ihm. Okay, das ist was anderes. Und du? Nichts? Okay, Blütensticker sind cool. Da ist nichts. Ja. Habe ich hier schon. Jetzt könnte ich den hier verwenden. Pokémon auswählen. Kleinstein. Sticker anbringen. Für ein Pflanzen-Pokémon sieht das gut aus.
Okay. Das war's dann. Pokémon wählen. Natürlich Zero. Und bei dem hier machen wir es dann mit Wasser. Ah, das bringe ich auch an. Aber hinten. Nur eines. Und Pokémon auswählen. Spooky! Das war's dann. Hey du! Gruppenklassifizierung. Was für Klassifizierungen, Alter? Okay, die geben mir nichts. Die können wir vergessen. Hier ist auch, glaube ich, nichts Besonderes. Warum grinst der so deppert? Okay. Und, was gibst du mir? Nichts? TV-Prozent, Planung, Programms und so weiter. Ja, okay. Was ist deine Lieblingssendung? Das hier. Konfetti-Sticker, okay. Und du? Was haben wir dann da oben? Eine Dame, die hier sitzt? Wer bist denn du? Okay. Ja, gehen wir dann runter, Leute. Erdgeschoss natürlich. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Da, das ist, glaube ich, die Lotterie. Yep. Na super. Nein, nein, lass, lass. Gehen wir. Wir haben verloren. Pokémon Center, komm her. Auf Wiedersehen. Jetzt, glaube ich, können wir darauf. Verfüsterter Pfad. Was ist hier? Surfen können wir leider noch nicht, Leute. Nein! Ja, Dr. Stone, komm her. Wo bist du, Anton? Wo bist du, Anton? Bitte, bitte, bitte. Was? Na super. Nicht viel, nicht viel. Ja, Leute, dann... Wartet, ich hol zuerst den Ball hier. Felsgrab! Das ist krass. Das könnten wir gleich dem Dings beibringen. Das ist tausendmal besser als dieser... Felsgrab. 60, ja!
Steinwurf, oder? Ja, Steinwurf, weg mit dir. Ja, Leute, dann verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Und abonniert schön. Drückt auf die Glocke, wenn ihr mich als Trainer wählt und mich mitverfolgt. Man sieht sich dann. Bis bald.